Gummo, sag Gummo zurück. Es ist 6 Uhr, 7 Uhr? Gerade 7 Uhr, ne? 7.10 Uhr oder sowas. Wir müssten eigentlich schon längst am Hafen sein, weil unser Boot ist ein paar Minuten fährt. Wir fahren jetzt nach Porto Santo gemeinsam mit Anni, Antonia und unsere Gruppe irgendwie. Das ist die Nachbarinsel. Da gibt es gar nichts. Kein Strom, keine Autos, keine Häuser, keine Menschen. Das ist eine einsame Insel. Wir fahren auf eine einsame Insel. Das ist gar nichts. Was? Da ist wirklich gar nichts. Also, der letzte Mensch war vor 20 Jahren da. Das war Moos Vater. Ja. Und der wurde seitdem nicht mehr gesehen. Jungs, passt ihr auf das Helm auf? Auf das Haus auf? Ja. Lasst ihr bitte die ganze die Helme an, ja? Ja. Ich will jetzt, dass ihr euch wehtut. Ja. Max, kümmerst du dich bitte um die Blumen und Mo um den Rasen, ja? Ja. Digga, ich fühle mich wirklich nicht gut, den beiden das Haus zu überlassen. Wie ist die Situation hier gerade? Mann, erstmal ist es 8 Uhr morgens, ich musste meinen Hund in so einen Zwinger machen. Aber zum Glück haben wir hier nebenan wenigstens ein paar DJs sitzen. Bisschen aufwendig. So, es ist hier aggressive 94 Grad. Jetzt sind wir hier, sag ich mal, in einem Dorf auf Porto Santo. Das ist die Innenstadt. Digga, das gibt mir irgendwie so ein Mallorca-Vibe hier, aber Mallorca auf Budget so mäßig, weißt du? Keine Ahnung, also es ist ganz, ganz weird. Wir waren jetzt gerade auf Antonia und so, ich glaube, die haben uns auch verabschiedet. Die haben gesagt, ja, steigt hier aus, die sind jetzt einfach woanders und wir sind jetzt hier mit unserem Koffer und ich denke mal, wir sind jetzt, beginnt unsere 2 Tage obdachlos auf einer kleinen Insel-Challenge. Der schüttet gerade alles auf. Du hast komplett nass gemacht. Nicht, spar das Wasser, spar das Wasser. Ist der Take zu Ende? Achso, ja. One Messe, wir waren gerade im Wasser, es war sehr schön. Und Tobi gibt euch jetzt eine ganz kurze Roomtour unseres neuen Airbnbs. Und das Voice-Over dafür macht wer? Tobi. Ja, willst du es wirklich selber machen? Ich kann auch machen. Ich gebe Julius mit und dann machen wir das schnell. Der wird eine Minute kurz durch, die Sache. Ich mach hier draußen mal Feuer. Jungs, ihr macht das. Ja, was machen wir? Wir müssen es Roomtour machen. Wir müssen. Good morning, guys. Let me sell you this house. Warte. Okay. So, here's the entry. Red bitte Deutsch. Okay. So, komm, ich film dich, du zeigst. Willkommen im Wohnzimmer. So, hier ist das Wohnzimmer. Ey, wir gucken Film. Ey. Kochbereich, da halten wir uns nicht auf. Spaß. Hier ist unser Hochbettzimmer. So, nicht erschrecken. Sieht aus wie eine Jugendherberge. Ist aber es auch. Absolut drippy. Insgesamt 2,40 Meter an Betten, das aber halt alles übereinander gestapelt. Setz dich mal neben mich bitte in unser Bett. So, warte, derjenige, der hier reingeht, der muss in so eine kleine Höhle klettern, muss hier seinen Stein verschieben. Und dann... Ja, okay, es geht schlimmer. Das ist ja wirklich entspannt. Hier ist die Eingangstür. Siehst du bitte raus? Mach wieder auf! Steht immer noch da. Ja. Gut, wenn man will, kann man hier reinkommen. Muss man aber auch nicht. Kann man aber. Hab auch die Wandregel gemacht. Die Airbnb-Frau darf das nicht sehen, weil ich habe gerade die Wandregel gemacht. Egal. Gut. Hier ist ein Nasserroom. Nicht rein. Unhöflich. Badezimmer. Klopf, klopf. Boah, Am Boah, bist du schlimm. Oh mein Gott! Alter! Yeah, and that's it. That's our small little. Digga, die Airbnb Vermieterin, die wohnt über uns. Die ist einfach da. Egal. Willkommen in Rio de Janeiro. Warte, ich geh drunter durch, Limbo. Alter, wie krass sieht das aus, oder? Ich kann kein Limbo. Okay. Weiter geht's. So, geparkt haben wir natürlich wie Scheiße. Aber. Hier, trotz die hier. Okay. Ja, Julius. Komm hier bitte runter. Du kannst erstens bis 18 und darfst ihn noch gar nicht fahren, der ist ab 25. Ich bin 25. Nee, der ist 21. Ich bin 21. So, hier haben wir Quads. Abo, Dicke, ist hier irgendwo ein Schlüssel drin? Abo, ich, Auto. Ich, der Drohnenpilot. Jetzt kommt krasse B-Roll vom Quad fahren. Kannst du auch klatschen, so cool wie Sebastian? Ja, kommst du. Lass mir die Quads. Wir haben gesagt, jetzt kommen die Quad B-Roll. Klatsch nochmal. Ey. Nicht! Wir haben Nachbarn. Excuse me, he's a bit he's a dump. Sorry again. Der Arme! Mann, können wir jetzt bitte diese Wohnschutz reinmachen? Bitte, Julius. Warte. Grundschutz? Ja, mach doch jetzt. Cool, ne? Digga, wir haben hier gerade diesen Baum gefunden und der ist einfach falsch rum gewachsen. Das ist eine Falschrumpalme. Tobi meint, das ist eine Reverse-Palme. Das ist die einzige, die es hier gibt. Hier ist total anderes. Was ist das? Guck mal, wie dick diese Blätter da unten sind. Bro, das ist so ein Oschi. Du kannst die ist einfach verkehrt rum gewachsen. Ah, oh. Die hat da oben angefangen. Ja, richtig. Ich hab deinen Fuß getreten. Ja. Nee, mach doch einen Drohnenjob. Mann, ich sag's jetzt ein letztes Mal, wenn die jetzt nicht gleich kommen. 3, 2, 1. Okay. Thank you.
euer Sascha Huber hier. Wir haben jetzt gerade gegessen, es war richtig lecker. Und jetzt geht's erstmal schön runter in den Squat. Sit-up, Tobi, 20 Stück, auf geht's. Muskelreize setzen. Der Muskelreiz muss überreizt, so übersauert werden. Mann! Hör auf, ich... Oh, der war zu fest, der war zu fest. Nein, Sebastian, nicht schreien. Ich habe übrigens einen Helm gekauft, für den Fall, dass ich tatsächlich irgendwo hier gegen Bäume oder sowas laufe. Adern platzen. Nicht, dass da irgendwas passiert. Jetzt gemeinsam mit unseren Quads und ich bin der einzige Loser, der einen Roller bekommen hat. Nein, bist du nicht. Ich hab das Du bist nicht der Einzige. Ja, okay, Chris hat auch einen bekommen. Ja. Wir machen jetzt ganz kurz einen kleinen Quad von Firat auf sein Quad. Kannst du mal nicht so nah gehen? Du bedrängst mich. Gut. Der richtige Touri, Alter. Hier sind wir gerade am südlichsten Punkt von Port, oder? Am südlichsten Punkt der Insel von Porto Santo. Das hier ist, vielleicht kennt es der eine oder andere, die Bucht aus dem Film The Beach. Ja. Nee, die ist in Thailand. Oh. Und an dieser wunderschönen Ecke weiß ich noch, dass meine Eltern sich hier damals das Jawort gegeben haben. Und sich auch hier dann 2 Jahre später getrennt haben. Das waren meine. Hier könnt ihr verschiedene Dinge sehen, wie das Meer, Berge oder auch Firat. Da vorne ist das einsamste Haus der Welt, das ich euch gerne näher zeigen würde. Nun viel Spaß mit den B-Roll-Materials, die wir geschossen haben und dem Footage, wo ich plötzlich die Drohnenaufnahme abgebrochen habe. Mach die Kamera jetzt aus. Ganze B-Roll am Arsch, Elif, ganz toll. Entschuldigung! Mann, ich habe mich müde. Morgen. Morgen. Gummo. Wir haben sehr gut geschlafen, das Bett war nicht hart. Das Bett war überhaupt nicht hart und hat nicht gewackelt. Das war auch und Firat hat auch zum Glück nicht geschnarcht. Und außerdem hat auch niemand zum Glück gestern den Ball rübergeschossen zur Nachbarin, die Polizei rufen wollte. Und wer dann war das wohl? Akani, Mann, Alter, benimm dich doch mal. Wir fahren jetzt gleich was frühstücken, aber wir haben uns dazu entschieden, beide Tage in einem zusammenzufassen, weil wir dachten, der Porto Santo Trip ist eine so schöne Geschichte, dass wir das alles in einem machen. Guten Morgen. Cooles Eis hast du! Was ist das? Akani-Schwamm? Das ist, sieht aus wie Akani-Schwamm, aber eigentlich ist es Spider-Man. Das ist nicht Spider-Man. Gib mal ganz kurz, gib mal den Bro. Wer ist er denn, Alter? So, wir nehmen jetzt die Quads. Firat ist ja erfahrener Quadführer. Und dann fahren wir zusammen einfach irgendwo jetzt Offroad. Der Coach, also der Typ, der die verliehen hat, hat gesagt, wir sollen nicht Offroad fahren. Also fahren wir jetzt Offroad. Weil das ist ja deiner und wenn der kaputt ist, bezahlst du es, ne? Nö, du bezahlst es. Nein, ich hab gar kein Geld. So nah meinem Gesicht. Ihr bezahlst beide. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das seht, Leute. Wir sind hier einfach wirklich in so einen illegalen Rave-Tempel gerade rein. Übertrieben geil, hier sind überall so Gore-mäßige Zeichen, Gore-Gemälde und sowas. Also hier werden auf jeden Fall Psytrance-Partys des Todes abgegangen sein. Übertrieben sick, Mann. Richtig heftig, Alter, wirklich. Hier sind auch überall so Halterungen für Gläser, obviously. Hier war aber länger wohl keiner mehr. 2019 ging hier wohl richtiger Rave. Steht auf jeden Fall, Welcome 2019. Sehr, sehr, sehr geil. Wir checken auf jeden Fall mal so ein paar Lost Places aus. Unser Endgoal ist der verlassene Flughafen. Kann man rein, laut Antonia. Checken wir das auf jeden Fall mal aus. Aber das ist schon mal ein sehr, 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 sehr interessanter Place hier auf jeden Fall. Nice. Looking for an old airport. There's one on the island, right? The old airport, not the new one. No, entiendo. No? Lost place, verlassener Flughafen, alter Flughafen. Digga, das ist einfach ein Militärflughafen, wo irgendwelche NATO-Atomsprengköpfe gelagert werden. Und wir werden da fast reingefahren, Alter. Also, Hut ab, Antonia. Nice one. Hier, das ist crazy. Hier sind tatsächlich Korallen. Es scheint so, als hätten wir hier einen Tatort. Das ist nicht das Gebiss einer Kuh oder einer Ziege. Firat, du hast Medizin studiert. Was ist das? Ein Esel. Das ist ein Mensch. Die Jungs sind auch noch mal unterwegs gewesen und haben übrigens auch noch ein paar Lost Places entdeckt. Sind noch mal ein bisschen deeper gegangen als Firas und ich. Und ich würde sagen, das könnt ihr euch jetzt hier noch mal reinziehen. Okay, machen wir den hier weg. Soll ich es einfach runtertreten? Ja, oder von hier aus vielleicht. Wie soll man das denn? Oh ja. Oh, da kommen so viele Viecher raus. Eieiei, was ist da drin? Geh das mal weg. Das ist nicht offen. Oh, was?
Nee, ist nicht offen. Boah, da tropft. Ja gut, warum machen wir es eigentlich ohne Revi? Also, warum ist er nicht mit? Das weiß ich auch nicht. Boah, hier sind so viele Tiere. Wir sind hier reingeklettert und wir beenden das jetzt, oder? Ich glaube, wir haben alles durchforstet. Oder wollen wir noch einmal... Warte, lass mal einmal gegentreten, in diesen, auch in diesen Fässern was ist. Ihh, so Spinneneier, guck mal. Ah, ihh. Gehen wir da rein von oben. Da sind so, boah, sind da viele Tiere. Boah, das ist wirklich. Und den hier auch noch. Da war auch so viele Spinneneier. Boah. Ja. Was ist hier? Da ist glaube ich nichts. Das war's gleich mit dem Vlog. Zwei Spinnen, komm mal her. Wie groß? Boah, so zwei Daumennägel. Boah, ja. Und da ist auch noch eine. Boah, guck mal, wie sie abseilt. Die sind safe giftig, oder nicht? Guck mal, wie... Oh mein Gott, stimmt. Bro, wir können hier richtig... Wir sind in Portugal an einer kleinen Insel. Boah, okay. Gehen wir hier besser raus? Die sind safe. So. Das ist uncool. Alter, da, dieses Haus, wo wir gerade hingefahren sind, gegangen. Alter. Tot. Ja, das ist... Wollte ich eigentlich nur kurz sagen. Meanwhile war ich am Strand mit Akani und der hat schwimmen gelernt hat sich. Der ist einfach wirklich ins Wasser rein, hat geschwommen, richtig krass. Ich bin gerade fast mit Elif mit dem Quad verunglückt und habe es fast umgebracht. Wir standen halt einmal so. Mein Gott, ist passiert. Anyways, das war Porto Santo. Sehr, sehr geile Insel. Aber mehr als zwei Tage braucht man hier nicht hin. Also hier ist wirklich nichts. Hier ist wirklich nichts. Hier ist ein Sandstrand, Poncho und viele verlassene Gebäude. Wenn ihr das auf Bock habt, checkt das auf jeden Fall gerne mal aus. Das war's von diesem wunderschönen Vlog. Wir sehen uns morgen wieder auf Madeira. Da geht's weiter mit Big Baba Villa Content. Wir haben unter anderem vor, das verlassene Schwimmbad nochmal aufzusuchen, da eine Runde Hide and Seek zu spielen. Maybe noch eine Nacht zu spenden und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, wir müssen nochmal zu Simon in den Wald. Julius, Team Camping! Wir wollen da Team Camping! Wir wollen da nicht Julius, im Wald, ja Mann! Julius, im Waldcamping! Ja, was geht, Digga? Julius hat heute Geburtstag, schreibt ihm in die Kommentare, Happy Birthday, das war's für das wunderschöne Video, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao!